1, let's go! Hier ist das neue Formel 1 Auto. So ein Ding, ja, nice. Gut gemacht vom May 2.2 jetzt schon wieder. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Rocket League Video schauen wir uns das neue Formel 1 Auto an und somit natürlich auch den neuen Formel 1 Fanpass, der ja gestern rausgekommen ist mit dem neuen McLaren 765LT. Den sieht man auch gerade hier im Hintergrund, wenn die Facecam gleich rausgezoomt ist oder habt ihr am Anfang schon gesehen. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, würde mich mega freuen und ich würde sagen, wir gehen direkt in den Itemshop. Ja. Das Video zum McLaren habt ihr ja gestern gesehen, ja, falls nicht, checkt es unbedingt nochmal aus. Da habe ich euch ganz klar gesagt, ob sich denn das neue Auto lohnt, ja. Aber heute gibt es eben das Video zum neuen Formel 1 Auto, ob sich das Ganze lohnt. Aber zuallererst holen wir uns natürlich das neue kostenlose Gratis-Item ab. Und zwar den Formula One 2022 sehr seltenen Spielerbanner. Ja, ist kostenlos, also easy, zack, hier mitnehmen. Muss man auf jeden Fall machen, ist gratis, also checkt das Ganze aus. Generell, bevor ihr etwas kauft in Rocket League, checkt immer unbedingt den Creator-Code ab, tragt meinen Creator-Code ein. Alle 14 Tage neu eintragen, würde mich mega freuen. So, dann gehen wir jetzt hier oben auf Formula One und hier sehen wir eben schon das neue Formel 1 Auto. Das Ganze kostet 1100 Credits. Ist natürlich schon wieder ordentlich, ja, ist ein ordentlicher Preis, aber dafür bekommen wir zum einen das neue Formel 1 Auto, was, finde ich, jetzt nicht so krass, ja, abwendet vom normalen Formel 1 Auto, was wir schon in der Season 3 hatten. Sieht halt, finde ich, immer noch aus wie ein Formel 1 Auto. Wir haben die Pirelli Räder, wir haben ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aufkleber. Da ist dann einmal der Alfa Romeo Aufkleber, der Alfa Tauri Aufkleber, dann der Ferrari Aufkleber, der McLaren Aufkleber, der Red Bull Aufkleber und natürlich der McLaren Miami Aufkleber, den wir auch, glaube ich, spielen werden, je nachdem, welcher am coolsten aussieht. Aber das ist das ganze neue Pack, ja, für 1100 Credits. Falls ihr Credits braucht, kennt ihr ja, schaut in die Videobeschreibung, Rocket League Exchange Code Reapers, 3% sparen. Ich würde sagen, wir kaufen uns das Ganze in 3, 2, 1, let's go! Hier ist das neue Formel 1 Auto. Da die Pirelli-Räder und hier natürlich die ganzen Aufkleber. Die dürfen natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Jetzt würde ich sagen, rüsten wir einmal das neue Formel 1 Auto komplett aus. So, hier seht ihr jetzt das neue Formel 1 Auto mit dem Miami-Aufkleber. Finde ich, sieht sogar ganz geil aus. Also hier seht ihr einmal das komplette Design. Hinten steht unter dem Kotflügel ganz klar McLaren drauf. Hat halt eben dieses typische Miami-Design. Ich habe auch unten links, seht ihr das Ganze, den neuen kostenlosen Formel 1 Banner ausgewählt. Dazu natürlich passend, finde ich, mit dem Weiß den Supersonic Legend Turniersiegertitel. Finde ich, passt extrem gut. Und jetzt würde ich sagen, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Auto spielen lässt. Am Ende werde ich natürlich wieder meine Meinung sagen. Wir haben die Dominos Hitbox am Start. Finde ich schon wieder kritisch, aber ich bin trotzdem gespannt und deshalb würde ich sagen, gehen wir in eine Ranked-Runde rein. So, in der Runde auf der Map Aftermath, ja, wie ich sie gerne nenne. Und es steht schon wieder, ich weiß nicht, was momentan los ist, ne? Egal, welche Ranked-Runde ich starte, in jedem Video passiert es einfach, dass in den ersten 4 Sekunden ein Tor fällt. Was ist da los? Könnt ihr mir das erklären? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ihr seht, in-game sieht das Formel 1 Auto, finde ich, ganz geil aus. Wir haben natürlich diesen typischen Formel 1 Sound wieder. Bitte jetzt nur nicht das 2-0. Bitte nicht. Bitte nicht. Hier, zack, erstmal das Ding weg. Eieiei, ich bin auch schon wieder sehr gespannt auf mein Mate. Das war ein wichtiges Ding, wo auch immer mein Mate gerade schon wieder ist. Ich brauche mal hier einen Boost. Alter, was ist denn mit meinem Mate los? Der verfehlt ja jedes... Digga. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie erlebt. Noch nie habe ich das erlebt, dass ein Spiel... Der trollt doch, Digga. Also, Bro, das kannst du mir nicht erzählen. Der hat noch nicht einen Ball getroffen. Der trollt doch rein. Guckt euch das an. Also wirklich, ich glaube, wir müssen gleich direkt in die nächste Runde rein.
Er fährt nicht mal an. Ach, Bro. Ach, komm. Ist nicht dein Ernst. Ey, hallo. Fahr doch mal hin. Oh, nein. Okay, er geht endlich mal wenigstens ein bisschen zum Ball. Oh, macht er das erste Ding? Jawohl. Ey, also keine Ahnung, was in den ersten 30 Sekunden bis erste Minute los war mit ihm. Der hat wirklich so dermaßen reingejoked. Also ihr habt es ja selber gesehen. Ich muss sagen, erster Eindruck ist eigentlich ganz cool. Ich finde das Auto nur ein bisschen halt sehr, sehr flach. Also ist jetzt nicht unbedingt so geeignet, finde ich. Für Rocket League ist halt wirklich eher was für die Rennstrecke vielleicht. Ja, also ist natürlich auch kein Unterschied, was die Geschwindigkeit angeht. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, dass die Autos sich von der Geschwindigkeit unterscheiden. Wäre mal so ein Ding. Ja, nice. Gut gemacht vom May 2.2 jetzt schon wieder. Ja, wäre vielleicht so ein Extra-Modus, den man machen könnte, dass so ein Formel-1-Auto halt vielleicht schneller ist, so am Boden, nicht jetzt in der Luft, als ja, zum Beispiel einen Fennec, der jetzt halt eher so ein normales Auto ist. Wäre einfach nur so ein kleiner Zusatz. Irgendwie mein Mate ist ganz weird, was Anfahrt angeht. Also, ich weiß nicht, ich glaube, der weiß nicht, wie das funktioniert. Schön in die Mitte. Schade, da lande ich aber hier direkt wieder. Und der kommt gut. Der kommt sehr, sehr gut. 3-2. Sehr nice. Also, keine Ahnung, es ist, wie die Runde sich hier schon wieder dreht. Ersten 30, 60 Sekunden waren richtig kacke, weil der Mate hat auch wirklich gar nichts getroffen. Da dachte ich erst, der trollt hier rein. Hat er wahrscheinlich am Anfang auch, aber jetzt spielt er vielleicht ja wirklich mal ordentlich. Wäre auf jeden Fall wichtig. Mate, nein, er wird zerstört. Ah, schon wieder ein 3-3. Also ich finde mal, wir müssen es eigentlich gewinnen. Da war halt leider da die Demo, die hat es halt eben möglich gemacht hier schon wieder. Also wir haben zwei Demo-Tore hier sogar, einmal für die und einmal für uns. Trotzdem finde ich irgendwie immer noch, dass der Mate irgendwie, der hat so eine komische Spielweise. Keine Chance. No chance, 3-4 jetzt. Der war halt, ich wusste nicht genau, wie er den jetzt nimmt. Er hätte ihn halt auch im Prinzip noch anders fliegen können. Aber ich, ja, hätte ich auch eigentlich haben können. Aber der war halt super, super weit rechts. Wir haben auch noch 45 Sekunden, um das Ding hier zu drehen eventuell. Generell, die ersten Tore hätten gar nicht sein müssen. Die ersten, ja, Dinger hätten gar nicht sein müssen. Wenn er die einfach nur mal richtig bekommen hätte. Jetzt. Ja, hier wenigstens nochmal dazwischen. Oh, ich will diese Runde nicht verlieren. Och Mann, ey. Komm hier jetzt, Mate. Letzten Sekunden, hau das Ding raus. Nein. Nein. Sorry, ja, so knapp, Leute. Wir verlieren leider die Runde. An der Stelle meine Meinung zum neuen Formel-1-Auto. Es ist ziemlich flach. Das mag ich nicht. Auch wenn man sagt, dass es natürlich die Dominus-Hitbox ist und es fühlt sich genauso an. Ich finde, jedes Auto fühlt sich anders an. Deswegen ist halt immer meine Meinung da unterschiedlich, auch wenn es dieselbe Hitbox vielleicht wie beim Dominus ist. Wir haben einen nervigen Sound in meinen Augen, habe ich euch schon gesagt. Ich mag diesen Formel-1-Wagen-Sound nicht. Es sind 1100 Credits. Ich persönlich muss sagen, wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen dem Formel-1-Wagen und dem McLaren, kauft euch eher den McLaren. Den, glaube ich, spielt man nochmal mehr wie das Formel-1-Auto. Das ist so meine Meinung. Und es ist halt auch eher nur ein Auto für die Garage. Ja, genau, wenn ihr die 1100 Credits aber übrig habt und die euch egal sind, dann kauft euch das Ganze gerne. Ist trotzdem natürlich ganz cool. An der Stelle lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Brickbuzz. Yo, ciao, ciao.